In Jesaja 23, Vers 5 und 6 lesen wir: Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit wohnen. Und dies wird der Name sein, mit dem man ihn nennen wird: Der Herr, unsere Gerechtigkeit. Ich möchte in dieser Stunde mit euch nachdenken über die Frage: Was ist Gerechtigkeit? Es geht um das Verhältnis von Glaube und Werken. Und wir werden auch über die Frage nachdenken: Waren Paulus und Jakobus wohl gute Freunde oder haben sie sich immer gestritten, wenn sie sich trafen? Was ist Gerechtigkeit in der Bibel? Wenn wir 1. Johannes 5, Vers 17 aufschlagen, dann steht dort: Jede Ungerechtigkeit ist Sünde. Wie definiert Johannes Sünde? In Kapitel 3, Vers 4 im 1. Johannesbrief sagt er: Jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit, und die Sünde ist Gesetzlosigkeit. Johannes sagt also: Ungerechtigkeit ist Sünde und Sünde ist Übertretung von Gottes Gesetz. Fügt man die beiden Aussagen zusammen, dann ist Ungerechtigkeit das gleiche wie Ungehorsam gegenüber Gottes Gebot. Wenn nun Ungerechtigkeit Ungehorsam ist, was muss dann Gerechtigkeit sein? Ich komme jetzt von hinten ins Haus rein, durch die Hintertür. Wenn Ungerechtigkeit ungehorsam ist, was muss Gerechtigkeit sein? Gehorsam. Das Gegenteil. Also das Halten von Gottes Geboten. Also von diesem Blickwinkel betrachtet ist in der Bibel der Gerechte der Gehorsame. Gerechtigkeit bedeutet Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Innerlich und äußerlich. Echter Gehorsam im Sinne von Gerechtigkeit ist niemals nur eine Form, sondern er kommt aus dem Herzen. Gerechtigkeit ist eine Einheit von Denken und Handeln. Eine bekannte christliche Autorin schrieb einmal: Gerechtigkeit bedeutet, gut zu sein und Gutes zu tun. In unserem Eingangsvers in Jeremia 23, Vers 5 haben wir von dem Spross gelesen, eine Weissagung auf Christus. Und es wird gesagt, dieser Spross ist gerecht. Aber er übt auch Gerechtigkeit. Er ist es und er tut es. Und es ist diese Art von Gerechtigkeit, die Christus verkörpert und die er uns schenken möchte. Das Sein und das Tun gehören zusammen. Was im Innern ist, das zeigt sich immer auch äußerlich, jedenfalls mit der Zeit. Jesus verglich das mit der Frucht eines Baumes, die beweist, ob es sich um einen guten oder um einen schlechten Baum handelt. Matthäus 7, Vers 17: Jeder gute Baum bringt gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Gute Werke, gerechte Taten kommen immer aus einem gerechten Herzen. Niemand kann Gerechtigkeit üben, wie die Bibel sagt, wenn der Heilige Geist nicht zuvor durch das Blut Jesu aus Gnade als unverdientes Geschenk sein Herz erneuert hat.
Es war diese große Wahrheit der Erlösung, dass Gerechtigkeit innen beginnt und dann nach außen sichtbar wird, die Jesus den selbstgerechten Pharisäern deutlich machen wollte. Ein Formalismus, der sich auf rein äußere Verhaltensregeln beschränkt, ohne dass der Mensch eine Wiedergeburt erlebt hat, in Klammern, und täglich neu erlebt, ist sinnlos. Hören wir, was Jesus den jüdischen Führern sagte. Matthäus 23, Abvers 25. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, inwendig aber sind sie voller Raub und Unenthaltsamkeit. Blinder Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige des Bechers, damit auch sein Auswendiges rein werde. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr gleicht übertünchten Gräbern, die von außen zwar schön scheinen, inwendig aber voll von Totengebeinen und aller Unreinigkeit sind. So scheint auch ihr von außen zwar gerecht vor den Menschen, von innen aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Die Pharisäer waren unter den Juden ja eigentlich die unangefochtenen Meister der Rechtschaffenheit. Sogar Küchenkräuter wie Anis, Minze und Kümmel, sagt die Bibel, haben sie verzehntet. Ihr Trinkwasser haben sie gefiltert, damit sie nicht versehentlich ein unreines Insekt wie eine Mücke mitschlucken. Niemand hielt die Gesetze so genau und gewissenhaft wie sie. In Klammern, viele dieser Gesetze waren allerdings nur menschliche Traditionen. Umso schockierender muss es für die Menschen gewesen sein, als Jesus ihnen sagte, Matthäus 5, Vers 20, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Puh! Ich möchte die Pharisäer nicht verurteilen. Rein menschlich kann ich sie verstehen. Und ich muss bekennen, dass in mir auch so ein Pharisäer steckt. Kennt ihr das auch? Man bemüht sich um das Richtige, um das Gute, aber man vernachlässigt die lebendige Beziehung, die Verbindung mit Christus, unserer Gerechtigkeit. Und so werden aus guten Absichten schnell leere Formen. Das Herz ist nicht in Gemeinschaft mit Gott und das Leben ist nicht ein Ausdruck der Liebe, die Jesus angetrieben hat und die die eigentliche Erfüllung des Gesetzes ist. Diese Art von Gerechtigkeit ist ein rein menschliches Produkt und vor Gott absolut wertlos. Die Bibel macht von Anfang an deutlich, dass die einzige Gerechtigkeit, die vor Gott annehmbar ist, von Gott selbst kommt. Allein Christus kann mit seiner vollkommenen Gerechtigkeit unsere Schuld bedecken und unser Herz reinigen. Wahre Gerechtigkeit, echter Herzensgehorsam, wahre Liebe können wir nur von Gott erhalten. Es ist ein Geschenk seiner vergebenden und umwandelnden Gnade. Gnade, die Christus am Kreuz von Golgatha für uns erkauft hat und die wir erhalten, wenn wir in Reue und im Glauben vor seinen Gnadenthron kommen, vor dem er jetzt als unser Hohepriester dient, wie der Hebräerbrief es sagt. Kommt mit mir durch einige Stationen der biblischen Geschichte, wo diese tiefe Wahrheit, Christus, unsere Gerechtigkeit, deutlich wird. Und ich möchte dazu ganz an den Anfang der Heiligen Schrift gehen, damit wir sehen können, dass zu allen Zeiten es nur einen Weg gab, auf dem Menschen Vergebung und Neuanfang finden konnten, durch Vertrauen auf das, was Gott uns in Christus gibt. Beispiel Nummer 1.
Es beginnt schon gleich nach dem Sündenfall. Adam und Eva haben bildlich und wörtlich ihr Kleid der Gerechtigkeit verloren und stehen nun nackt da. Wer bekleidet sie neu, rechtfertigt sie, also symbolisch? Gott selbst. Womit? Mit dem Fell eines Tieres, das natürlich dazu getötet werden musste. Auf wen wies dieses erste Opfertier der Menschheitsgeschichte hin? Auf Christus, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnehmen sollte, wie Johannes der Täufer später sagte, Johannes 1, 29. Weil sie ihre erste Gerechtigkeit verspielt hatten und der Virus der Sünde ihr Wesen infiziert hatte, zog Gott ihnen symbolisch eine neue Gerechtigkeit an. Christus. Ihr Schöpfer sollte auch ihr Neuschöpfer werden und ihnen Vergebung und ein neues Wesen schenken. Das zweite Beispiel für wahre Gerechtigkeit sind Kain und Abel. Abel hatte die Symbolik des Opfertieres, also eines kommenden Erlösers, verinnerlicht. Deswegen brachte er ein Lamm als Opfer und nicht, wie sein Bruder, Feldfrüchte. Er vertraute auf die Verdienste eines anderen. Jesus nennt ihn den Gerechten in Matthäus 23, 35. Und Johannes schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 3, Vers 12, dass Kain Abel deswegen ermordete, weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Aber woher kam diese Gerechtigkeit, die selbst Jesus anerkannte? Woher kamen seine guten Werke, seine Übereinstimmung mit Gottes Willen? Hebräer 11, Vers 4. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei. Indem Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte und durch ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist. Gott nahm Abels Opfer an, weil es aus Glauben an Christus dargebracht wurde. Und Gott nahm Abels Gehorsam an, weil er aus Glauben an Christus geschah. Abel ist ein Beispiel für Gerechtigkeit aus Glauben, die das Geschenk eines neuen Herzens und eines neuen Lebens mit sich bringt. Beispiel Nummer 3. Die allererste Stelle im Alten Testament, wo das Wort gerecht tatsächlich vorkommt, ist in 1. Mose 6, Vers 9 und handelt von Noah. In diesem Vers steht: Noah war ein gerechter Mann. Untadelig war er unter seinen Zeitgenossen. Noah lebte mit Gott. Noah wird als gerecht und untadelig beschrieben. Das heißt, er war in Übereinstimmung mit Gott und hielt seine Gebote. Aber was war sein Geheimnis? Noah lebte mit Gott, haben wir gelesen. Der Hebräerbrief sagt uns, dass Noahs Gehorsam beim Bau der Arche aus seinem Glauben kam und dass dieser Glaube ihn zum Erben machte. Und zwar, was hat er geerbt? Was sagt der Text? Gerechtigkeit. Das war sein Erbe. Damit belohnte ihn Gott, in Anführungsstrichen. Damit belohnte Gott sein Vertrauen. Noahs Gerechtigkeit kam also nicht aus ihm selbst, sondern von Gott. Der Herr war seine Gerechtigkeit und befähigte ihn, mitten unter seinen Zeitgenossen ein untadeliges Leben zu führen. Und das ist wahrlich bemerkenswert. In einer Zeit, wo sich die gesamte Menschheit so zutiefst verdorben hatte, dass die Bibel das Urteil fällen muss, dass alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, den ganzen Tag. 1. Mose 6, Vers 5.
Und trotzdem war Noah untadelig nach Gottes Urteil. Ist es nicht erstaunlich, wozu Gottes Gerechtigkeit einen Menschen befähigen kann? Ein Leben in enger Gemeinschaft mit Gott, ein gerechtes Leben, also voller Güte, Sanftmut und Liebe, selbst unter den widrigsten und ungünstigsten Umständen. Das durfte Noah erfahren. Mose hat es am Hof des Pharaos erfahren. Josef hat es als Herrscher Ägyptens erfahren. Daniel hat dieselbe Erfahrung gemacht in der Welthauptstadt Babylon. Der Gläubige ist geborgen in Gott. Die Gerechtigkeit, die Christus uns schenkt, ist ein Bollwerk gegen das Böse. Wie eine feste Burg, in die der Gläubige fliehen darf, wenn die Stürme der Versuchung ihm ins Gesicht blasen. Der lebendige Glaube, das unbedingte Vertrauen in Christus als Erlöser, macht uns unabhängig von Umständen. Gott kann uns einen inneren Frieden schenken, den niemand uns rauben kann, solange ich nicht selbst Gottes Hand loslasse. Beispiel Nummer 4. Die nächste biblische Person ist Abraham. Und das ist der erste Vers in der Bibel, wo das Wort Gerechtigkeit steht. 1. Mose 15, Vers 5. Und Gott führte Abraham hinaus und sprach: Blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm: So zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und Abraham fing an zu zählen. 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 100, 200, 300, Millionen, 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 Milliarden, 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 unzählbar, unzählbar. Und in Vers 6 heißt es: Und er glaubte dem Herrn. Er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Auch von Abraham wird gesagt, dass seine Gerechtigkeit von Gott kam und dass er sie aufgrund seines Glaubens in die göttlichen Verheißungen erhielt. Aber die Bibel spricht an dieser Stelle nicht von seinem Gehorsam. Sie spricht nicht von menschlichem Gehorsam, sondern sie spricht von göttlichem Zurechnen. Wurde Abraham also auf eine andere Weise gerettet als Noah? Gibt es unterschiedliche Erlösungswege? Sicher nicht. Zu allen Zeiten sind Menschen allein durch den Glauben an Christus und sein stellvertretendes Opfer gerettet worden. Wir lesen davon in Apostelgeschichte 4, Vers 12. Petrus sagt über Jesus: In keinem anderen ist es Heil. Auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Es gibt nur einen einzigen Erlösungsweg und der führt über das Kreuz von Golgatha. Ob nun vorausschauend im Alten Testament oder zurückschauend im Neuen. Die zwei Bibeltexte, die wir gelesen haben über Noah und Abraham, sind kein Widerspruch, sondern vielmehr eine Ergänzung. Beide beleuchten Gerechtigkeit oder Rechtfertigung. Jeweils einen bestimmten Aspekt. Bei Noah sehen wir die Auswirkungen der Rechtfertigung. Nämlich, dass er tatsächlich ein gerechtes Leben geführt hat, dass er untadelig war, wie die Bibel sagt. Bei Abraham sehen wir die Grundlage für Rechtfertigung, nämlich dass ihm etwas zugerechnet wird, das er eigentlich gar nicht besitzt, das Gott aber bereit ist, ihm zu schenken, weil er glaubt, weil er Gottes Zusagen bedingungslos vertraut. Jetzt stellen wir die Frage andersrum. Hat Noah sich seine Rettung
in der Arche verdient, weil er gehorsam war. Hat er nicht, kein bisschen. 1. Mose 6, Vers 8 sagt, aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. So übersetzt es Luther. Seine Gerechtigkeit kam also aus der Gnade. Sie kam von Gott aus dem Glauben an den kommenden Erlöser. Christus war seine Gerechtigkeit. Anders gefragt bei Abraham. War es für Abraham ausreichend, dass Gott ihm Gerechtigkeit zurechnete, ohne dass er diese Gerechtigkeit in seinem Leben bewies? Durch vertrauensvollen Gehorsam? Ganz sicher auch nicht. Lesen wir, was Gott selbst zu Abraham sagte, auf dem Berg Moria, wo er bereit war, seinen einzigen Sohn zu opfern, weil Gott es von ihm forderte. 1. Mose 22, ab Vers 16, sagt Gott zu ihm, ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Wie begründet Gott, dass er Abraham reichlich segnen wird? Weil du das getan hast und weil du meiner Stimme gehorcht hast. Also hier ist die Frage. Hätte Abraham die Verheißungen geerbt, wenn er Gott nicht gehorcht hätte? Der Text sagt, nein. Aber die andere, genauso wichtige Frage ist, hat sein Gehorsam ihm den Himmel verdient? Und die Antwort ist die gleiche. Nein. Eindeutig nein. Warum? Weil sein Gehorsam aus dem Glauben kam. Seine Gerechtigkeit stammte nicht von ihm selbst, sondern von Gott. Es war ein Geschenk. Es waren Christus und seine Gerechtigkeit, die im Leben Abrahams sichtbar wurden. Aus Glauben wuchs sein Leben. Und der Hebräerbrief bringt diese Wahrheit ganz deutlich zum Ausdruck. Hebräer 11, Vers 8. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen. Vers 9, durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an. Vers 11, durch Glauben empfing er auch mit Sarah, obwohl sie unfruchtbar war, Kraft, Nachkommenschaft zu zeugen. Vers 17, durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht. Was heißt das nun? Adam und Eva, Kain und Abel, Noah, Abraham. Es heißt, dass biblischer Glaube zwei Seiten hat, so wie eine Münze. Auf der ersten Seite ist es Vertrauen. Als Gott Abraham, wie wir gelesen haben, aus seinem Zelt hinaus unter den weiten nächtlichen Sternenhimmel führte und ihm sagte, siehst du all diese Sterne? Sie sind unzählbar, nicht wahr? Genauso unzählbar groß wird einmal das Volk sein, dessen Stammvater du sein wirst. Wie reagierte Abraham? Er glaubte dem Herrn. Mit anderen Worten, er vertraute. Er wusste nicht, wie und wann Gott das wahrmachen wollte, aber er verließ sich einfach auf die Verheißung, weil sie von Gott kam. Die zweite Seite des Glaubens ist eine natürliche Folge der ersten. Aus dem Vertrauen kommt Hingabe und Gehorsam.
Hätte Abraham Gott nicht tief vertraut, hätte er sich niemals auf dieses Abenteuer eingelassen, eine hochzivilisierte und luxuriöse Stadt wie Ur in Mesopotamien zu verlassen und fortan in einem unbekannten Land als Nomade umherzuziehen, in Zelten. Das Vertrauen führte ihn dazu, sich Gott auszuliefern, seinem Ruf zu folgen. Aus dem Vertrauen wuchs der Gehorsam, Glaubensgehorsam. Oder neutestamentlich ausgedrückt, Christus war nicht nur sein Erlöser, sondern auch sein Herr. Die Münze heißt Glaube und sie hat zwei Seiten, Vertrauen und Gehorsam. Und diese zwei Seiten sind untrennbar. Gott selbst hat sie zusammengefügt und was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Jetzt möchte ich im letzten Abschnitt noch auf Paulus und Jakobus, wie angekündigt, zu sprechen kommen. Denn das kann ja manchmal ein bisschen Kopfschmerzen machen. Das sind so einige scheinbar widersprüchliche Aussagen über Rechtfertigung. Paulus spricht ja sehr ausführlich über Glaubensgerechtigkeit. Und Jakobus hat eben auch einiges dazu zu sagen gehabt. Es gibt natürlich noch andere Autoren, aber ich greife diese beiden mal heraus. Stellt euch vor, die beiden hätten sich mal getroffen und über Rechtfertigung unterhalten. Wie wäre das Gespräch wohl abgelaufen? Hätten sich beide wunderbar verstanden und immer gesagt, ja, du hast recht, ich bin ganz deiner Meinung. Oder hätte es vielleicht Streit gegeben? Es gibt einen faszinierenden Punkt bei Paulus und Jakobus. Beide begründen ihre Aussagen über Rechtfertigung mit derselben alttestamentlichen Person, nämlich Abraham. Und beide zitieren sogar ein und denselben Text, nämlich den über die zugerechnete Gerechtigkeit. Lesen wir das zusammen. Zuerst Paulus, Römer 4, Vers 2. Römer 4, Vers 2. Wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, sagt Paulus, so hat er etwas zum Rühmen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Vers 9. Denn wir sagen, dass der Glaube dem Abraham zur Gerechtigkeit gerechnet worden ist. Hier ist, was Jakobus sagt. Jakobus 2, Vers 21 und folgende. Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Ist doch interessant, dass beide sich auf denselben Vers berufen, oder? Offensichtlich ist das, was Paulus und Jakobus geschrieben haben, an diesen Stellen kein Widerspruch. Aber wie passt es zusammen? Ich denke, wir können es auflösen, wenn wir uns die zwei Seiten der Rechtfertigung vor Augen halten. Vergebung und Veränderung. Paulus spricht von der Vergebung, von der, wir nennen es, zugerechneten Gerechtigkeit. Das wird deutlich, wenn man ein paar Verse weiterliest in Römer 4, Vers 5. Da heißt es, dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet, zugerechnet. Vers 6, wie auch David die Seligpreisung des Menschen ausspricht, dem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet. Glückselig die,
deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden bedeckt sind. Glückselig der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Also worum geht es hier, wenn Paulus davon spricht, Gerechtigkeit wird zugerechnet, statt dass Sünde zugerechnet wird? Es geht um Vergebung. Paulus spricht von Vergebung. Du wirst freigesprochen von deiner Sünde. Für den Sünder ist es unmöglich, durch eigene Werke seinen Status vor Gott zu verbessern oder sich irgendwie der Vergebung würdig zu erweisen. Vergebung erlangt der Mensch allein dadurch, dass er darum bittet. In seiner ganzen Unwürdigkeit. Ellen White hat einmal gesagt, das Einzige, was uns bei Gott empfehlen kann, in gewissem Sinne, was ihn zum Handeln bringen kann, ist unsere große Not, dass wir einfach es brauchen. Mehr haben wir vor Gott nicht zu bringen. Wir können nur um Vergebung bitten. Und darum sagt Paulus an dieser Stelle, dass Gott den Gottlosen rechtfertigt. Denn wir alle, wenn wir zu Gott kommen, wenn ein sündiger Mensch zu Gott kommt und um Vergebung bittet, kommt als Gottloser. Er kann gar nicht anders kommen. In der ganzen Sündigkeit, Schuld und Verdorbenheit. Aber alles das wird nun auf Christus gelegt, der dafür auf Golgatha bezahlt hat. Der Sünder wird stattdessen in die Gerechtigkeit Christi gehüllt, eingehüllt wie in ein Kleid. Gott betrachtet und behandelt ihn fortan als sein geliebtes Kind, das er so liebt wie seinen eigenen Sohn Jesus, um der Verdienste Jesu willen. Hier geht es um einen neuen Status. Jakobus auf der anderen Seite spricht von der Veränderung, die auf die Vergebung folgt. Also wir nennen das verliehene Gerechtigkeit. Diese positiven Veränderungen im Leben eines Gläubigen zeigen sich in seinen Werken. Das ist ja der Sinn der Sache. Der Heilige Geist bringt den Menschen wieder in Übereinstimmung mit Gottes Wesen und Willen. Dabei ist er darauf angewiesen, dass der Mensch sich immer wieder freiwillig ihm unterstellt, dass er die Gemeinschaft mit Christus sucht und Gottes Wort in die Tat umsetzt. In gewisser Weise ist an diesem Wachstum also auch der Mensch aktiv beteiligt. Hier geht es um eine neue Schöpfung. Paulus spricht von einem neuen Status. Jakobus spricht von einer neuen Schöpfung. Jakobus begegnet hier dem schon früh in der Urgemeinde aufkommenden Irrtum, ein Mensch könne sich unter dem Schirm der Vergebung bergen, ohne sich Gott auszuliefern und von ihm umgewandelt zu werden. Das wäre Glaube ohne Werke. Aber so etwas existiert eben gar nicht. Daher betont Jakobus, Kapitel 2, Vers 26, wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Die guten Werke lassen sich nicht vom Glauben abspalten. Der rettende Glaube ist immer auch der handelnde Glaube. Wollte man die Werke vom Glauben entfernen, würde der Glaube sterben. Paulus wiederum warnt vor der anderen Gefahr, nämlich vor Werken ohne Glauben. Auch diese Werke sind tot, Hebräer 6, Vers 1. Glaube und Werke sind also wie siamesische Zwillinge, die sich nicht voneinander trennen lassen. Jeder braucht den anderen zum Überleben. Versucht man dennoch, sie zu trennen, sterben beide. Ob der Mensch nun einen toten Glauben anhängt oder tote Werke tut, weder das eine noch das andere kann ihn retten. Ich möchte schließen.
Die Münze heißt Christus, unsere Gerechtigkeit, und sie hat zwei Seiten. Vergebung und Veränderung. Die erste Seite, Vergebung unserer Schuld, bedeutet, dass Jesu Reinheit und sein vollkommener Gehorsam auf mein Konto geschrieben wird. Seine Gerechtigkeit wird mir zugerechnet. Die zweite Seite, Veränderung des Herzens, bedeutet, dass Jesu Reinheit und vollkommener Gehorsam auf mein Herz geschrieben wird und mich zu einem neuen Leben befähigt. In Liebe, Sanftmut und Barmherzigkeit. Das heißt, seine Gerechtigkeit wird mir verliehen. Das eine wird auf mein Konto geschrieben, gut geschrieben. Das andere wird auf mein Herz geschrieben. Vergebung, Veränderung. Und beides ist ein Geschenk von Gott. Die Frage an uns ist, wollen wir diese Gerechtigkeit? Nicht nur, dass durch Jesu Blut unsere Sünden bedeckt und vergeben sind, sondern auch ein neues Leben in Übereinstimmung mit Gott, mit Frieden im Herzen. Hungerst und dürstest du nach Freiheit von sündigen Gewohnheiten, nach einem liebevollen Wesen, nach echtem Herzensgehorsam? Christus, unsere Gerechtigkeit, hat uns ein Versprechen gemacht. Und wir haben es heute früh schon gelesen. Matthäus 5, Vers 6. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Hungern und dürsten nach Gerechtigkeit heißt, ich wünsche mir, dass mein Leben sich wirklich verändert. Nicht nur an der Oberfläche, nicht nur ein neuer Name, sondern ganz innen, an der Wurzel. Reinheit schon in den Gedanken, so wie Jesus es in der Bergpredigt zeigt. Ich sehne mich auch nach einem neuen Herzen. Ich möchte denken und fühlen, wie Jesus dachte und fühlte. Ich möchte gerecht sein und Gerechtigkeit üben, wie Jesus es vorgelebt hat. Philipper 2, Vers 5, ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Ich möchte ein Gefäß sein für die Liebe Gottes. Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Ich möchte aus dieser Liebe schöpfen und sie mit anderen teilen, die nach Zuwendung dürsten. Johannes 13, 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Gott kann niemals mit christlichen Formen zufrieden sein, während das Herz des Menschen eigene Wege geht. Er möchte seine Gerechtigkeit in unserem Leben wiederfinden. Nicht nur hier und da ein Tröpfchen, sondern wie ein nie versiegender Strom. Was haben wir gehört in dem Anspiel von Amos, dem Propheten? Kapitel 5, Vers 23. Halte den Lärm deiner Lieder von mir fern. Und das Spiel deiner Harfen will ich nicht hören. Aber Recht ergieße sich wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein immer fließender Bach. Unaufhörlich. Der Herr hat fest zugesagt, jeder, der nach dieser Gerechtigkeit hungert und dürstet, wird satt werden. Denn wenn wir Christus in unser Herz einlassen, dann zieht mit ihm auch alles ein, was wir für unser neues Leben brauchen. Christus ist der Strom der Gerechtigkeit, der unser Leben durchtränkt und fruchtbar macht, dass es Frucht bringt. Er ist das Wasser des Lebens, das direkt vom Thron Gottes hervorquillt. Offenbarung 22, 1. Er zeigt ihm einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes
und des Lammes. Willst du dieses Wasser des Lebens trinken, diesen Strom der Gerechtigkeit in dein Leben einlassen? Gott bietet es dir an, als eine unermesslich kostbare Gabe und dennoch als ein Geschenk. Offenbarung 22, Vers 17. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Amen. Thank you.